Also wir sind eigentlich Hersteller von Medizinprodukten, spezialisiert in die industrielle Fertigung von Hyaluronsäurespritzen, aber eben auch Skincare ist ein großer Bereich für uns. Und PureHA ist eben eine flüssige Gesichtsmaske mit sehr hochkonzentrierter Hyaluronsäure, also 1,8%iger Hyaluronsäure. Es ist eine flüssige Gesichtsmaske, die für die ein- bis zweimal wöchentliche Anwendung geeignet ist für alle Hauttypen. Und das Produkt wird bei uns intern verpackt, das heißt, es ist generell ein Produkt, das steril ist, das eine pharmazeutische Qualität aufweist und bei uns auch in der Fertigung, also in unserer Anlage produziert und verpackt wird. Für uns war eben die Herausforderung, dass wir ein scheinbar medizinisches Produkt schön verpacken wollten. Wir haben da angefangen mit ganz normalen Scribbles, wie oft der Beginn halt ist, und was vielleicht nicht unessentiell ist, wir haben 3 Scribbles gemeinsam mit Radbag entwickelt, also 3 Weißmuster, und haben dann unsere Niederlassungen mit einbezogen und dann wirklich getestet, okay, was funktioniert gut, was kommt gut beim Kunden an, und alle 3 Weißmuster waren komplett unterschiedlich und dann ist im Endeffekt das rausgekommen. Wir wollten, dass man die Spritzen, also es sind ja keine Spritzen, aber es sieht so aus wie Spritzen, und wir wollten, dass man das nicht sieht, aber wir wollten auch, dass der Kunde neugierig gemacht wird, und deshalb gibt es dieses Sichtfenster. Ja, und natürlich mit dieser Lade entsteht dann nochmal so ein kleiner Effekt der Neugierde. Vielleicht kann man dann auch sagen, dass generell eine flüssige Gesichtsmaske ja nicht so bekannt ist im Skincare-Bereich. Also oftmals werden Tuchmasken verwendet. Das heißt, wir sind schon sehr einzigartig beim Produkt selber. Und daher sollte auch die Verpackung eine sehr Premium-Verpackung sein, einfach eine Experience für den User oder für den Kunden an sich. Das heißt, er öffnet die Verpackung, er hat 4 Ampullen vor sich, 4 Gesichtsmasken, die er anwenden kann. Und es sollte einfach, so wie das Produkt selber, einfach die tolle professionelle Qualität, also im pharmazeutischen Unternehmen, sollte einfach in der Verpackung wieder gespiegelt werden. Unsere Skincare-Produkte sind bei uns im Unternehmen natürlich auch sehr beliebt. Das heißt, die Leute bei uns im Unternehmen, unsere Mitarbeiter, haben sich natürlich auch sehr gefreut, dass wir nominiert worden sind für diesen Preis und haben natürlich auch alle abstimmen lassen. Und auch fürs Packaging kriegen wir immer wieder wirklich Lob von intern, von extern. Das heißt, einfach ein wahnsinnig beliebtes Produkt bei uns auch. Auch bei uns intern haben wir natürlich Werbung dafür gemacht, dass wir in die Nominierung für so ein Award gekommen sind, da bei uns mehrere Werke bei der Produktion von der Verpackung mit einbezogen sind, kennen das auch viele unserer Kollegen und haben doch alle fleißig dafür abgestimmt. Es ist ja wirklich ein tolles Produkt, es schaut super aus, es macht echt was her, aber es war trotzdem überraschend, dass es wirklich so weit gekommen ist. Ich glaube, wir beide haben auch überhaupt nicht damit gerechnet und wir freuen uns natürlich sehr. Ja. Dann merkt man einfach, dass sich auch wirklich der interne Effort, der da reingeflossen ist in das Produkt, und da an der Stelle auch nochmal Dank an die Kollegen, die da auch maßgeblich beteiligt waren, das waren wirklich eine Menge Leute intern auch, dass das einfach auch gut ankommt und bei den Kunden und bei den Endkonsumenten einfach auch wahnsinnig geschätzt wird.